Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Long Dark. Schön, dass du wieder dabei bist. Oder falls du noch nicht vorher dabei gewesen bist, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon wieder ausgetappt und folglich habe ich schon wieder mein altbekanntes Problem. Ich muss mal ganz kurz eben schnell das Ding hier umstellen. So, eine Miste. Ich finger nicht. Ich lasse es sein. Kinderhörspiel. So, wir wollten hier gerade mal eben schnell die ganzen Essenssachen rausbringen, die nicht mehr ganz so... die noch gut sind natürlich. Zustand 29, das kann man nicht wirklich als gut bezeichnen. 63, 63, das ist gut. Raus, 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 raus. Alle. Trinkwasser nehmen wir natürlich mit. Das haben wir extra dafür mitgenommen. Und den Rest können wir eigentlich mitnehmen. Joa. Mitnehmen oder essen. Du. Haben wir denn irgendwas, was sowohl Essen als auch Trinken wieder gibt? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Haben wir erstmal Trockenfleisch. Und dann haben wir noch mehr Durst bekommen, was ja auch Sinn macht. Haben wir denn noch Salzgebäcker? Jawohl! ist richtig schön eklig gerade. So, unser Durst ist noch weiter nach oben gegangen. Dann können wir jetzt endlich mal was trinken. So, aber ansonsten geht es uns jetzt gerade wieder recht gut. Wir könnten eventuell... Haben wir irgendwas zum Zerlegen gefunden? Oh, Jagdmesser haben wir. Relativ viel Brecheisen. Oh, das sind so viele schöne Sachen, die wir hier haben. Aber Zeitungspapier können wir schon mal zerlegen. Dann ist das schon mal zerledigt. Ein Träumchen. So. So. Und was haben wir denn noch hier? Stoffschlinge, nee, Jachtmesser. Ich glaube, die guten legen wir jetzt erstmal alle beiseite. Wir hatten noch hier so eine Kiste mit, da haben wir doch schon mal das Beil reingelegt, genau. Ich würde sagen, das lassen wir. Ach, komm, das nehmen wir auch da raus. I could use this. Wobei, das ist eigentlich schön dekomäßig da drin. Was haben wir hier? Nee, Set, einfaches Werkzeug, also nichts. Was haben wir hier drin? Das Beil, das Brecheisen. Dosenöffner, Jagdgewehr ist okay. Die Gewehrmunition können wir da auch nochmal schnell reintun. Nochmal 5 Schuss, sehr schön. Den Kanister kriege ich da jetzt auch rein, okay. So. Okay, wir haben relativ viel Werkzeug jetzt gerade in der Tasche. Was haben wir hier drin? Okay, da ist das ganze Zeug drin. Da können wir mal ganz kurz eben gucken, was wir noch haben. Ein Holzbrikett. Das verbrennen wir gleich auf jeden Fall. Ein Stoff kommt da rein. Ich glaube Tannenholz. Ich guck mal ganz kurz eben, wenn ich jetzt hier irgendwas repariere, das Jagdmesser, brauchen wir Tannenholz, genau. Das Beil brauchen wir auch Tannenholz. Also zählt das zu Material, was wir zum Reparieren benötigen. Das verbrennen wir dann also nicht. Also alle mal raus mit euch. Hier war, glaube ich, unsere Holzkiste. Genau, Tannenholz kommt raus. Dafür kommt rein Holzbrikett und Altholz. Und die Zunderbündel, logischerweise. So, das Tannenholz kommt dann auch wieder in diese Kiste rein. Job, job. Was?
eins geht doch jetzt noch, oder? Ja. Wunderbärchen, da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Tannenholz. Das heißt, da können wir das einen vielleicht dann doch nochmal hier rein tun, falls wir verbrennen müssen. Dann machen wir es halt. Wir wollten aber jetzt hier mal ganz kurz eben alles an Werkzeugen reintun, was wir nicht brauchen. Beile brauchen wir nicht. Brecheisen brauchen wir in der Regel auch nicht. Dosenöffner eigentlich auch nicht, außer hier zu Hause. Das müssen wir nicht zwingend mit rumnehmen. Die Jagdmesser nehmen wir das Schlechteste nur noch mit. Schlinge, Schnur. Schnur kam hier rein, oder? So, hier haben wir noch ein paar Streichhölzer. Bei Angelzeug ist eigentlich Werkzeug, können wir auch da rein tun. Wobei, das wollten wir ja mitgenommen haben, genau, wir wollten ja angeln gehen. Ich hoffe, wir kriegen das Loch mit dem Jagdmesser auf. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. So, aber jetzt müssten wir eigentlich soweit alles dann weg haben. Essen und Trinken ist okay, das belassen wir so bei. Da haben wir nicht viel gefunden. Material haben wir alles weg. Kleidung haben wir auch nichts dabei. Überflüssiges. 11,1 Kilo, das ist ein Deal. Gut. Ich würde sagen, dann pennen wir bis zum nächsten Morgen. Dann schnabulieren wir uns was zu essen rein und was zu trinken. Und dann machen wir uns auf den Weg. Zum Angeln, würde ich sagen. Oder haben wir irgendwo was übersehen? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall haben wir Durst. Und das nicht wenig. Wahrscheinlich noch so die Nachwehen von den Salzcrackern. Hunger haben wir auch noch ein bisschen. Wir können ja gerade Spitzenpfirsich essen. Wo wir gerade hier sind, können wir das auch mal eben nutzen. Kurz eben einen Dosenöffner mit. So. Dubidubidu. Wobei wir hätten ja nicht auch das Messer nehmen können. Da wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Mal eben. Im Prinzip können wir die zweite auch noch aufmachen. Wir kriegen zwar nicht alles gegessen, aber dann ist sie schon mal offen, dann können wir den Dosenöffner hier lassen. Gewicht sparen ist die Devise. Von der Denise. So. Nein, ich möchte nicht schlafen. Ich möchte ganz gerne das Werkzeug wieder in die Schubse tun. So. Im Prinzip, wenn es jetzt nicht allzu kalt ist, können wir jetzt rausgehen. Wobei, wir müssen jetzt erstmal wieder zu Mystery Lake. Das ist auch nochmal so eine Sache. Boah, ich würde sagen, da können wir losziehen. Es könnte ja schlimmer sein. Ich weiß noch nicht genau, wie es schlimmer sein könnte, aber es könnte schlimmer sein. Es könnte zum Beispiel dunkel sein und windig und kalt. Und schneien. Ach so, ist es gerade. Ja gut. Hätte ich vielleicht mal aufpassen sollen. Huch. Ihr habt doch bestimmt schon gemerkt, jedes Mal, wenn ich so nach oben gucke, da mache ich einen Screenshot für einen Suppennagel. Man braucht ja halt immer ein kontrastreiches Bild. Man muss halt auch immer so im Auge haben, was haben wir denn so für einen Schriftzug, welche Farbe, was können wir dafür nehmen, was brauchen wir für eine Hintergrundfarbe, damit der gut lesbar ist. Ist halt immer so eine Sache. Ich weiß, dass bei mir oft genug die Thumbnails jetzt auch nicht ganz so prall sind und man einfach die Nummer nicht lesen kann oder sowas. Aber weißt du, bei langlaufenden Projekten, da wird man irgendwann dann halt auch ein bisschen nachlässig. Sollte man eigentlich nicht, ich weiß. Aber der Mensch ist halt nun mal ein Gewohnheitstier und macht es sich halt auch immer so einfach wie möglich. Und deswegen ist da auch immer relativ wenig Abwechslung drin. Aber so ist es halt, man muss halt alles selber machen. Na, ich hänge ja täglich im Prinzip, wie ich ja schon vor zwei Folgen erwähnt hatte, anderthalb Stunden an der Aufnahme selber. Und dann kommen ja noch die ganzen Sachen dabei, wie Titel machen, Thumbnails fertig machen, neue Projekte planen, Informationen sammeln, ist ja auch noch ein großer Punkt, der ja auch dazu zählt. Immer. Weil du kannst ja nicht einfach irgendwas anfangen, du musst dich drum kümmern, du musst die Publisher anschreiben, da geht Zeit für drauf, hast E-Mail-Verkehr,
Du musst Kommentare beantworten, du musst Kommentare schreiben unter irgendwelchen Sachen, du musst auf Fragen eingehen. Dann musst du gucken, dass du, wenn du ein Koop-Projekt hast, musst du dich mit Leuten zusammenrotten. Also das sind, boah, ich will jetzt keinen festen Wert sagen, aber ich glaube, täglich hänge ich bestimmt schon so 2,5 Stunden, wenn nicht eher 3 Stunden dran. War doch, das bestimmt. Was also dann bedeutet, dass es in der Woche 21 Stunden sind, die ich dafür dranhänge, also fast ein kompletter Tag. Dafür bekomme ich im Prinzip nichts. Das Einzige, was ich dafür bekomme, ist im Prinzip euer Feedback, wenn denn mal welches kommt, das ist ja auch nicht immer. Euer Feedback und halt das Gefühl, was geschafft zu haben. Na, wenn die Zahlen und so weiter nach oben gehen, dann geht natürlich auch meine Motivation hoch. Wenn ich das Ganze machen würde und es wird einfach stagnieren, nicht großartig was passieren, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgegeben. Ich hatte ja eine lange Pause zwischendurch drin. Die hätte ich nicht machen sollen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich schon viel weiter, wenn ich die nicht gemacht hätte. Da ist wirklich alles in den Keller gerutscht. Abonnenten waren rückläufig, leicht zumindest. Die Aufrufe, die gingen sowas von in den Keller runter. Das ist noch gar nicht so lange her. Das war doch jetzt ein Jahr im Prinzip. Ich bin ja erst wieder richtig aktiv dabei seit Juni, Juli letzten Jahres, würde ich sagen. Also ein halbes Jahr. Dafür habe ich ein gutes halbes Jahr Pause gemacht. Und das hat man halt gemerkt. Am Anfang bin ich damit sehr viel Elan dran gegangen. Und jetzt habe ich mich total verirrt. Ich bin jetzt einfach irgendwo lang gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Oder auch nicht. Ah doch, warte mal. Hier sind. Ja. Hier geht's jetzt zu den Bahngleisen. Ja, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon sehr viel weiter. Es würde mich nicht wundern, wenn ich hier schon die 2000er-Grenze oder sogar schon 2500 hätte. Wobei ich ja auch echt auch noch dabei sagen muss. Also ein großer Teil des Erfolgs, der im Moment da ist, ist auch tatsächlich Forest zuzuschreiben. Ja, also wer es nicht kennt, reingucken, gerne auch da viele Kommentare da lassen, Likes. Was ich auch noch immer mal sagen wollte, also alle, die das jetzt gucken, macht, es wäre eine coole Sache, wenn ihr einfach wirklich nicht jedes Video teilen würdet, aber wirklich schon einen Teil. Weil das bringt einen wirklich nach vorne. Das habe ich mal gemerkt, als wirklich ein Facebook-Kommentar mehrfach geteilt wurde. Der hat auf einmal so eine riesige Reichweite gehabt. Also im Vergleich zu den anderen, jetzt riesig ist es natürlich nicht gewesen, aber im Vergleich zu den anderen eine riesige Reichweite gehabt. Und das wäre schön, wenn man das mit den ganzen Parts auch hinkriegen würde. Da würden noch viel mehr Leute einfach, die ihr vielleicht auch gar nicht kennt, weil eure Freunde kennen ja noch wieder andere Leute. Würden dann vielleicht auch darauf kommen und würden das vielleicht auch gut finden. Und die teilen es dann auch wieder und so weiter und so fort. Das ist ja im Prinzip so ein endloser, nicht in der Rattenschwanz. Und ich fände das gut. Also tut mir mal den Gefallen, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch öfter zu aufrufen, einfach auf Facebook zu teilen oder auf Twitter oder sonst irgendwas. Einfach damit es ein bisschen öfter geguckt wird einfach. Dann geht halt die Audienze, wie ich sie ganz gerne nenne, dann noch ein Stückchen weiter nach oben. Damit könnt ihr mir echt einen Gefallen tun, ne? Ich mache das ja im Prinzip für euch, für umsonst. Und das wäre dann so das Kleine, was ihr halt mal machen könntet für mich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel verlangt. Gut, aber dann würde ich sagen, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und mit diesen weisen Worten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von The Forest wieder. The Forest, ja klar. Von The Long Dark wieder. Und vielleicht auch in The Forest. Also, bis dann. Tschüss.